So Leute, wir machen jetzt hier Spaghetti und der Sandro sagt euch jetzt wieder, ganze Spaß, funktioniert. Okay, jo Leute, dann beginnen wir mal. Also erstens mal sind es keine Spaghetti, aber ist ja egal, zeig mir. Also Wasser einfach aufkochen lassen, dann mal die Nudeln rein. Und warte mal, ich mach's so auf. So. Shit. Gut. Jetzt sind die Nudeln jetzt mal drin, dann lassen die jetzt einfach mal so eine Stunde oder so da drin. Ja, genau. Ja, einfach mal 10 Minuten. So, dann beginnen wir mal mit der Soße. Das ist nämlich eine ganz schöne Spezialsache. Ihr denkt jetzt, ich tue nur rote Soße einfach blöd rein und das kochen lassen. Nee, da ist viel Hackback mit dran dabei. So, jetzt die aufmachen. Ja. So. Dann beginnen wir mal. Hauen wir da auch noch die Hälfte mal rein. Gut. Schön Kühlschrank. Gut. Dann etwas Wasser rein zur Verdünnung, dass es nicht ganz so dick wird, weil sonst lässt es nicht kochen. Gut, dann Milch, Leute, Milch. Eine ganz geile Sache für die Soße. Kann man machen ohne Milch oder mit Milch. Kann man statt Milch mit Sahne machen. Aber ich habe gar keine Sahne da. Jetzt machen wir es mit Milch. Da haben wir die gemischte Soße dann. Hier müssen wir runterschalten, das kocht so über. So, gut. Dann, nächste Zutat. Ist dann Öl. Ganz minimal, nicht so viel. Dann tun wir ungefähr so viel Salz rein. Vielleicht nicht ganz alles. Ja, ja, das Schlüssel ist jetzt relativ egal. Da ein bisschen Pfeffer. So. Dann kann man noch ein bisschen Schärfe reinwürzen, aber darauf haben wir jetzt keinen Bock. Nee, nee. Das braucht man nicht. Den hier kennen wir ja schon. Cayennepfeffer, genau, haben wir schon im anderen Video mit drin. Der höchste Sauce, das ist ja Paprika, das ist nicht scharf. Das ist opposite zum Geschmack, das ist einfach nur. Aber nicht so viel. Geschmacksfreies Paprika-Gewürz. Scharfreies Paprika-Gewürz. Nicht. Gut. So. Ja, seine ganzen Werkzeuge hat er hier. So, ein bisschen putzen von der Tomatensauce entfernen. Ja, genau. Die ganze Welt. So, ja, warte. Ich brauch's doch. Gut. Dann schalten wir die ganze Scheiße mal an. Ich kann schon mal näher mit der Kamera irgendwie. Dann sieht man jetzt mal, wie es einfach jetzt mal alles so ausschaut. Richtig eklig, wenn man es mal so will. Wenn man so drüber nachdenkt, das essen wir jetzt dann. Aber Leute, aber. Jetzt haben wir so einen schönen Löffel und verrühren das einmal richtig schön. Oder ganz lange. Und dann schaut es richtig, richtig lecker aus. Richtig cremig. Schön würzig ist es. Eine schöne Farbe hat es. Schaut so aus wie so eine Lavafarbe. So ist jetzt mal die Soße, die kocht jetzt auch einfach bis in 5 Minuten, die muss jetzt einfach nur warm werden. Das tun wir wieder ein bisschen hochschalten und dann ein paar Mal umrühren. Und dann war es das zum ersten Mal. Genau. Genau. Passt. So ist es jetzt mal gekocht. So Leute, Fanta Zero ohne Zucker, wenig Kalorien. Auf jeden Fall ohne Zucker. Hinten drauf steht, Leute.
Davon Zucker 0,3 Gramm. Ja. Also ohne Zucker auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Auf jeden Fall? Da ist kein Zucker drin. Das ist eine gesunde Fanta. Ohne Zucker. Man wird nicht dick davon. Ja. Genau. Wahrscheinlich. Jo, servus Leute. Und hier ist jetzt wieder der Profikoch mit dem Dani hinten dran. Ja, also ich wollte jetzt mal sagen, wie weit wir ungefähr sind. Also, da das kocht halt alles so schön, das könnte man dann mal verrühren. Da sind die Nudeln. Die sehen echt schon echt lecker aus. Da ist der Dani. Ja, genau. Also es dauert jetzt ungefähr noch 2 Minuten. Und dann geht's zum Essen. Bis dann. So Leute, jetzt kommt der Spaß. Abgießen, Jungs. Profis. Schön hier, dass alles aufgekommen ist. Okay. Alles klar. Ah! Oh! Ah, mein Gott, Alter, das ist zu krass. Alter, Scheiße. Verdammt, Mann. Boah, ah, so ein paar drin. Ja, aber ich kann das nicht sein. Ja, also. Aha. Auf jeden Fall mal schön heiß. Die braten alle weiter. So, ist gut. Jo, gut. Oh no. One Nudel. Perfekt, Nudel, Mann. Der Kellner. Oh. Mit Fanta am Start. Und das ist so schnell, ist ein leckeres Essen gemacht. Falls ihr mal selber Hunger habt, schaut mal schon mal, ob man sowas da hat, gerade das, was ich da alles reingetan habe. Und schon mal, was ich in Essen hergezogen habe. Ein ganz easy. Hier noch besser logisch. Natürlich muss Cheese. Also, Leute, immer Käse drüber. Parmesan, richtig schöner. Ich bin der Parmesan. Das schmeckt richtig gut. Lasst es einfach auf die Nudeln schneiden, so viel wie es geht. Weil dann schmeckt es richtig geil. So, du kannst schon. So, Leute, also, wir haben jetzt fertig gegessen. Meine Bewertung, ich weiß eigentlich, ob es stinkt, das klingt jetzt komisch, aber ich muss echt sagen, ich liebe Nudeln und meine Mama macht das voll oft. Und wir haben es selber gemacht, ich habe schon öfters uns zwei gemacht, aber ich muss echt sagen, von maximal 10 Punkten gebe ich mir auf jeden Fall mal 10, weil das hat einfach geil geschmeckt. Das ging schnell, sah geil aus, hat super geschmeckt, man ist satt mit einem Teller und ja, dann da ist die Wette. Also Leute, es war... Er wird zum Kotzen, der Scheiß. Höchstens eine 1. Nee, Spaß, war echt chillig. Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Man nennt es im Italienischen Aurora-Soße. Aurora ist ein italienischer Name, aber ich weiß nicht, warum man die Soße Aurora-Soße dann nennt. Also Aurora, das ist Mädchenname im Italienischen, aber das ist echt nicht. Das heißt Aurora-Soße. Ich nenne es einfach gemischte Tomatensoße oder Tomatensahne-Soße. Genau. Also, das hätte man schnell machen können eigentlich. Also 10 von 10. Okay. Points. Also gut, ja. So, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Essen so vom Aussehen und vom Machen, so von der Schnelligkeit und alles insgesamt. Einfach mal, wie ihr das so findet. Ihr könnt es ja auch mal einfach bewerten.
daheim nachmachen. Genau. Und dann einfach mal schauen. Also da habt ihr jetzt Rezept dafür. Ich habe alles, wir haben alles aufgenommen, was wir reingetan haben, wie wir es gekocht haben und so. Ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren und dann könnt ihr ja uns die Bewertung geben, wie ihr es findet. Dann machen wir irgendwann mit einem anderen Essen weiter. Genau. Oder schreibt es ein Essen in die Kommentare. Was ihr mal machen sollt. Was ihr genau machen sollen. Genau. Passt. Ja, gut. Dann war es das für das Video, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.